Also erstmal herzlich willkommen allerseits zur Ergebnisverkündung des diesjährigen C2C Spirits Cup. Ja, die Gelegenheit ist günstig, jetzt bei der Gelegenheit auch gleich die anderen Sponsoren mal noch zu nennen. Das ist der Highland Herald, das ist ja sowohl ein Print- als auch Online-Magazin. Und natürlich die Aqua Vitae, die hier in der Form eher von der Firma Kasper vertreten ist. Und da möchte ich jetzt insbesondere mal den Sascha nennen. Jedes Mal, wenn ich dann so gar nicht mehr weiterkomme, weil es ganz arg drückt, geht so eine kurze E-Mail zum Sascha. Sascha, Hilfe! Und Sascha hilft immer. Herzliches Dankeschön. Der Spirits Cup, der heißt ja C2C Spirits Cup. C2C steht für Consumer to Consumer. Weil das der einzige Spirituosenwettbewerb nach wie vor weltweit ist, in dem die Spirituosen ausschließlich nur von Konsumenten bewertet werden und nicht von Profis. Ich sage immer, die andere Seite, die Seite der einreichenden Firmen ist nicht zu vernachlässigen, weil die dadurch einen sehr ungefilterten, sehr ungefilterte Informationen bekommen über ihre Produkte. Und das ist eigentlich das Schöne dabei. Ja, die Bitte an die Jurorin ist ja immer, die Produkte auf einer Skala zwischen 1 und 10 zu bewerten, wobei das nicht Noten sind, sondern Punkte. Und ich freue mich immer, wenn ein Produkt mal 10 Punkte kriegt. Das kommt selten genug vor. Das allererste Bronzeprodukt, das also geschafft hat, eine Medaille zu bekommen, hat eine durchschnittliche Bewertung von 4,94 Punkten. Und das allerbeste Produkt, das heute die Goldmedaille für das beste Produkt im ganzen Wettbewerb bekommen wird, hat eine durchschnittliche Beurteilung bekommen von 7,13 Punkten. Also das ist die Skala. Dieses Jahr wurden 59 Produkte eingereicht. Das sind einige weniger als letztes Jahr. 153 Juroren. Das sind signifikant mehr als letztes Jahr. Jetzt kommen wir zu den Medaillen. Von den 59 eingereichten Produkten ergibt sich ja rechnerisch, weil ich ja einen Medaillenspiegel von 60% habe, insgesamt 9 Goldmedaillen, 12 Silbermedaillen und 15 Bronzemedaillen, also insgesamt 36. Und die 36 Flaschen stehen hier auf dem 36. Platz. Und damit eine Bronzemedaille ist der Whiter's Tears Red Hat, ein irisches Produkt, Whiter's Tears. Auf Platz 35, auch ein irisches Produkt, und da haben wir heute mal die Einreicherin da, und das finde ich sehr schön. So sieht er aus, Barnish, gezinkte Edition. Herzliches Dankeschön, Mareike. Freut mich riesig. Halt, Mareike, kannst gleich da bleiben. Geht gleich weiter. Entschuldigung. Da haben wir gleich noch einen sitzen, der in St. Patrick's, den darf ich auch gleich mal vorbilden. Ein irischer Blend, der eine Bronzemedaille gekriegt hat. Das nächste Produkt, Platz Nummer 33, ist ein schottisches Produkt, aber kommt aus Frankreich, und das fand ich eigentlich ganz interessant. Wie gesagt, sieht super schön aus, ist so Ternfass gefinished. Mein Glückwunsch! Eines meiner Lieblingsprodukte von der Firma Magmira, immer easy drinking ist Mag von Magmira, und hat mich riesig gefreut, dass er da in der Bronze Range mit dabei ist. Mein Glückwunsch! Dankeschön! Ich befürchte, heute ist aber niemand von dieser Firma da. Die haben bei mir einen Tullibardin eingereicht, und zwar den Tullibardin 228 mit einem Burgundi-Fass-Finish. Und so sieht der Tullibardin aus, und auch der hat eine Bronzemedaille bekommen. Das beste französische Produkt im Wettbewerb, und zwar Rosselieu heißt dieser Single Malt, ist ein ganz neuer Single Malt von einem französischen Produzenten, und Rosselieu hat auch eine Bronzemedaille bekommen. Starker deutscher Whisky, der kommt hier ganz aus der Gegend, aus Hagen, und zwar ist es der Decavo. Es ist ein Single Malt, aber es ist noch kein Whisky, und hat vor 2 Jahren schon mal eine Bronzemedaille gewonnen.
Wir haben jetzt den besten Australier im Wettbewerb. Das ist doch auch nicht schlecht, oder? Ja, der beste Australier, Hellier Road. Ein Whisky aus Tasmanien, Single Malt aus Tasmanien mit einem Pinot Noir Finish. Und ich fand ihn ganz apart und die Juroren offensichtlich auch. Glückwunsch. Es gibt nämlich noch einen St. Patrick, den wir heute hier ehren können. Nochmal mit einer Bronzemedaille. Und da freue ich mich sehr, wenn ihr vorkommt für den Single Malt. St. Patrick's Irish Single Malt Whisky, eine Limited Edition. Herzlichen Glückwunsch. Und hier haben wir jetzt einen amerikanischen Rye Whisky dabei. Hat die Firma Campari Deutschland eingereicht. Wild Turkey 101 Rye mit 50,5%. Sehr gut angekommen bei den Teilnehmern. Und der Jagd hat eine Bronzemedaille bekommen. So sieht schon mal die Urkunde aus und die Flasche. Als den Verschluss hochhebt, der wird schon ein Kilo ganz alleine. Glückwunsch. Oh, danke. Oh, danke. Oh, danke. Mein Glückwunsch. Die Firma Louis Vuitton Moët Hennessy hat auch was eingereicht. Und hat auch eine Bronzemedaille bekommen, 12-jährige Glenmorangie. Und jetzt kommt noch der allerletzte Bronzegewinner. Ja, Blomstertit heißt er, von Magnira. Und die Blüten, die hier drauf sind, die sind nicht von ungefähr. Ich glaube, der Name Blomstertit sagt auch schon eine ganze Menge, oder? Genau. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das kann durchaus sein, dass das wirklich nur ein oder zwei Punkte entspricht, die irgendwo Juroren mehr oder weniger gegeben haben. Ein oder zwei Punkte, wie wenig das letztendlich ausmacht, aber es entscheidet hier über Bronze oder Silber. Und wir fangen jetzt mal an mit Silber und da darf jetzt der Thomas nochmal aufstehen. Wir haben einen Singleton Spey Cascade dabei. Da gab es, glaube ich, aus der Serie noch zwei, die alle was mit Angeln und Fluss und Spey und so zu tun hatten, ne? Genau, richtig. Mein Glückwunsch. Wir machen ja mal hier mit Silber weiter, ne? Wir unterhalten uns jetzt hier über einen sehr alten irischen Whisky, einen 24-jährigen irischen Whisky aus dem Hause Teeling. Und die Firma Kasper hat es eingeschickt. Das ist eure Messeabfüllung gewesen von der Whiskyfair Rhein-Ruhr. Auch gleichzeitig das teuerste Produkt im Wettbewerb, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, liegt bei 270, 280 Euro oder so, ne? 279. Also 280 Euro, ne? Der schmeckt so, wie alte irische Whiskys schmecken. Und wisst ihr, was das Problem ist? Die meisten Leute heutzutage wissen nicht mehr, wie alte irische Whiskys schmecken. Insofern finde ich es eigentlich ganz schade, dass er nur Silber bekommen hat. Ich denke, er hätte eine Goldmedaille verdient. Aber so ist es jetzt. Glückwunsch. Und wir müssen vielleicht mal noch ein bisschen Aufklärungsarbeit machen. Congratulations. Das ist gut, danke. Auch das höre ich gern. Wunderbar, danke schön. Sehr gut. Dann kann ich jetzt hier die schöne Flasche hinstellen. Ja, aber die lasse ich noch zu. Ja, okay. Schon mal eine sehr Maßnahme. Gut. Könnte man die jetzt nicht weiterverwenden? Jetzt hier verteilen? Und machen wir nachher, okay? Ich habe gerade das okay gekriegt. Und jetzt kommen wir zum besten Schweden im Wettbewerb, der eine Silbermedaille gekriegt hat. Magmira Winterdröm heißt er. Der Name Winter ist ja eigentlich schon ganz witzig, ne? Aber hier ist eine Palme drauf. Ja. Guck mal, so sieht die Medaille aus. Silber, diesmal die Urkunde. Glückwunsch! Jedes Mal, wenn ich die Punkte gesehen habe, habe ich innerlich in mich reingegrinst und habe mir gedacht, wie viele Leute werden wohl gewusst haben, dass sie da einen Whisky aus USA haben. Das hat die Firma Whisky Max eingereicht. Underground heißt er, also ein Bourbon mit einem Finish mit Schwarzkirschenholz. Und er ist recht gut angekommen, wie ihr seht. Mein Glückwunsch.
ähnlich ist es, glaube ich, auch bei dem. Ich weiß, dass den viele Leute auf ihre Favoritenliste draufgeschrieben haben. Ein asiatischer Whisky, und zwar ein asiatischer Blend. Kirin heißt der, Fuji Sanroku, und hat 50% Alkohol. Meine Glückwünsche. jedes Mal, wenn ich die Auswertung gemacht habe, der beste Ami im Wettbewerb, Stetson Bourbon. Nicht nur der beste Ami, sondern auch das günstigste Produkt, das überhaupt dabei ist. Glückwunsch, Firma ist leider nicht da. Ein schottischer Blend, der aber eine relativ hohe Reputation hat und dass er allgemein sehr gut schmeckt, das sieht man jetzt auch. Tieren. Ich zeige auch, wie er aussieht. Da ist aber auch nicht mehr viel drin. Den haben sich viele Leute gewünscht, am Schluss noch eingeschenkt zu bekommen. Deswegen ist da nicht mehr viel drin. Mein Glückwunsch! Schaut mal, das ist der Mann hinter Roselieu Single Malt. David Eckel-Schau. Die nächste Silbermedaille geht an eine Einzelfassabfüllung aus Deutschland, ein Sherryfass, und zwar von der Nine Springs Distillerie. Die Flasche ist schon angebrochen, aber immerhin noch relativ voll, weil es eine halbe Liter Flasche ist. Da hatte ich ein paar mehr, glücklicherweise. Nine Springs, Einzelfassabfüllung Sherry. Mein Glückwunsch. Die jährliche Weihnachtsabfüllung vom Big Pete hat wieder Silber geholt. Das ist, glaube ich, jetzt auch so der erste richtig knackig torfige, den wir dabei haben. Ja, ganz genau. Beim C2C Spirits Cup zu bekommen, ist nicht einfach, muss ich wirklich sagen. Und bei mir hat er Gold bekommen, Glenfiddich XX, die ganz neue Abfüllung. Ja, und jetzt haben wir nochmal die Firma Teeling, die nochmal für eine Silbermedaille kommen darf. Wiederum eine Einzelfassabfüllung, ist eine Sonderabfüllung gewesen für die Whiskyfair Rhein-Ruhr und ist also ein Fass, das die Firma Kasper ganz speziell selektiert hat, und aus diesem Grund hier ist er, die entsprechende Urkunde. Und jetzt kommt noch eine Silbermedaille und dann geht's mit Gold weiter. Blended Malt, Silky heißt er. Und der Michael Reckert, Mr. Whisky, hat ihn eingereicht. In Schottland gibt es eine Mischung aus Meerjungfrau und Robbe. Und das ist Silky. Das ist die Urkunde. Herzlichen Glückwunsch. Gerade so in den letzten 3, 4, 5 Verkostungen, da stand dann die Reihenfolge relativ gut fest. Da hat man dann noch so kleine Schwankungen mal gesehen, aber es gab zumindest keine Schwankungen mehr zwischen Gold und Silber. Und aus diesem Grund ein relativ sicheres Gold, auch ein St. Patrick's und diesmal in Fassstärke. So sieht er aus. Congratulations again. Thank you very much. Nicht schlecht. Ja. Mein Glückwunsch. Goldmedaille. Drei junge Männer, die sich zusammengetan haben für ein Produkt, nennt sich die Brothers in Malt. Fand ich ganz schön. Haben einen kleinen Torfass abgefüllt. Einzelfassabfüllung. Insgesamt gab es 217 Flaschen. Also wer sich in den verliebt hat, der muss dann wieder mal schnell sein, wie das halt manchmal so ist. Ne? Goldmedaille für den Rosary Burn. Leider sind von den Jungs halt niemand da. Jetzt kommen wir zu dem besten asiatischen Produkt im Wettbewerb. Ein indischer Whisky aus dem Hause Paul John. Und der heißt Bold und er ist knackig torfig. Und deswegen hat er sehr gut bei euch abgeschnitten. Da steht er. Gold für den Paul John. Vor 2 Jahren unser absoluter Gewinner, kam aus der Serie Queens and Kings. Letztes Jahr hat er eine Goldmedaille geholt und dieses Jahr schon wieder eine Goldmedaille. Dieses Jahr heißt der König Kenneth McAlpin und die Flasche sieht so aus. Und da ist er schon wieder, der Mr. Whisky. Louis Vuitton Moët Hennessy hat wieder mal einen Artback eingereicht. Fast starke, torfige Whiskys kommen einfach immer wieder gut an. Goldmedaille für den Artback. Letztes Jahr war
war es ja, glaube ich, ganz deutlich, dass so die ersten 4 oder 5 Gewinner im Prinzip da alle torfig waren. Und wir haben jetzt noch 2 Torfmonster. Oder was hier, Monster ist vielleicht der falsche Ausdruck. Talisker Sky ist kein Monster. Aber immerhin auf dem 4. Platz wieder. Das muss ich hören. Glückwunsch. Und Braun Piet, das Torftröpfchen. Du wirst jetzt erzählen, dass du jetzt neuerdings eine Verpackung dafür hast. Ja. Wow, ich bin begeistert. Nein, auch den müssen wir hier hinstellen. So, 2 Plätze noch. Ja, auf Platz 2 haben wir jetzt einen deutschen Whisky. Und somit der allerbeste deutsch platzierte Whisky, den es je gegeben hat. Und zwar eingereicht hat den der Tom Zehmann, der hier vorne sitzt. Und zwar hat er sich eine Sonderabfüllung machen lassen für die Freunde von Glen Ells. Und die gibt es nur bei ihm im Laden. Ein Glen Ells mit einem, also mit einer Sherry-Fassreifung. Mein Glückwunsch! Dieses Jahr ist ein Whisky als allerbestes Produkt prämiert worden, das mir auch von Anfang an saugut gefallen hat. Portfass-Finish, Fassstärke, da hat eigentlich alles gepasst. Ich glaube, dass sehr viele von den Konsumenten dieses Produkt auch ausgewählt haben aufgrund der Farbe, weil es natürlich einfach eine tolle Farbe hat mit so einem Portfass-Finish. Und es ist ein 14 Jahre alter irischer Whisky, der für den Essener Hof abgefüllt worden ist. Und jetzt muss ich den Sascha nochmal nach vorne bitten, weil ihr habt ihn eingereicht und ihr habt ihn, glaube ich, auch gemeinsam in den Sessionen gemacht. Es wird immer besser. Dann können wir hier nachher vielleicht mal so ein Schlückchen ausschenken, oder? Das wäre doch mal was. Genau. Und darf ich noch einmal kurz korrigieren? Es ist gar kein Finish. Es ist permanent Port gewesen. Es ist, ja, also im Teeling Warehouse, aus dem Lagerhaus von den Teelings, stammt eben auch dieser Whisky, wie die alle aus der Serie Hotel Essener Hof. Die haben 9 Port Pipes, die 2001 befüllt worden sind, als First Fill Port Pipe. Ich habe halt eins von diesen Dingern angeboten bekommen. Da bin ich sehr dankbar für, weil es ist wirklich toller Stoff. Und ja, Essener Hof Nummer 9. Und es freut mich sehr, dass das in der Breite ganz gut angekommen ist. Habt ihr gut gemacht. Kommt, das in euch. Dann hoffe ich, dass ihr nächstes Jahr sehr zahlreich wieder mit dabei seid, sowohl als einreichende Firmen als auch als Juroren. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns spätestens dann wieder. Dankeschön.